Guck mal, wir sind beide richtig schön. Ich bin schöner. Oh, finde ich jetzt nicht. Yeah. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ihr wundert euch wahrscheinlich gerade, was das hier für eine Konstellation an mir ist. Ich habe meinen Schlafanzug an, ich habe den übertrieben verpenntesten Zopf der Welt. Nicht mal mein Gesicht gewaschen heute Morgen, aber trage schon Ohrringe. Läuft. Kommen wir mal zur Sache. Und zwar bin ich gerade in meinem Zimmer. Das war eine Information, die wirklich keiner gebraucht hat, weil das voll klar ist. Ich habe die nur gerade reingemacht, weil ich habe irgendwie, was total komisch ist, hier an diesem Ohrloch so eine kleine Kruste und die geht nicht weg, beziehungsweise ich habe Angst, dass wenn die zuwächst, mein Ohrloch mit zuwächst. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich die jetzt gerade schon reingemacht. Das hier ist völlig in Ordnung, aber das hier bereitet mir Probleme. Aber das ist schon immer so. Hundertprozentig haben voll viele von euch genau das gleiche Problem, dass sie ein Ohrloch haben, das denen immer ein paar Probleme bereitet. Also es ist immer nur eins irgendwie. Das hier war schon immer komplett okay. Und hier hat sich bei mir immer alles entzündet früher und alles ging schwieriger rein und bla bla bla. Eine Tortur gewesen immer und jetzt gerade habe ich da warum auch immer diese Kruste und deswegen habe ich das jetzt hier gemacht. Zur Erklärung, falls einige von euch zu... Oh, hört ihr das Tapsen? Lula! Jetzt hat sie aufgehört, ich glaube, die hat keinen Bock. Auf jeden Fall, falls euch das zu sehr gestört hat, dass ich so aussehe, jetzt hier meine Erklärung. Nein, Spaß. War ein Witz. Julia, du bist so witzig. Guck, wie sehr ich lache. Mir ist was angekommen und zwar ein Akku bzw. drei Akkus und ein Ladegerät für diese neue Kamera hier. Ich finde, und das ist ein paar von euch auch aufgefallen, dass der Ton bei meiner letzten Kamera irgendwie besser war als bei dieser hier. Das ist sehr seltsam, weil diese Kamera ungefähr doppelt so teuer war als die andere. Egal. Es ist noch früh, Leute, okay? Nehmt es mir nicht übel. Es ist nicht mal 10 Uhr morgens. I don't know. Keine Ahnung. Aber guck mal, wie süß dieses Akkuladegerät ist. Die stehen einfach so da drin. Finde ich voll putzig. Den ganzen Müll muss ich jetzt hier mal wegräumen, weil ich bin so eine Expertin. Ich lasse immer meinen Müll überall liegen und dann wird meine Mama sauer und dann wundere ich mich, warum meine Mama sauer wird. Mama, falls du das siehst, ich räume das jetzt direkt in den Müll. Vielleicht sollte ich auch mal meinen Mülleimer selbst ausleeren, weil der Platz so... minimal aus allen Nähten. Das mache ich jetzt gleich, aber ich muss hier sowieso aufräumen. Mein Koffer zum Beispiel, dieses gute Stück hier, seit wie vielen Tagen bin ich wieder zu Hause? Seit 3 Tagen einfach hier liegt. Er liegt einfach. Chillt sein Leben, weil niemand ihn wegräumt. Wahrscheinlich keinen Unterschied sieht. Ich war gerade mit der Luni draußen. Ne, mein Schatzi? Ne, Mausi? Ja, wir waren draußen, ne? Wir waren draußen. Bitte sagt mir, dass ihr mit eurem Hund auch so redet. Ich fühle mich nämlich ein bisschen gestört. Ich stehe ein bisschen platt und will kuscheln. Okay, das war echt ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall haben wir gerade ein paar Fotos gemacht, ne? Wir haben Fotos gemacht. Okay, das reicht. Bitte hör auf. Weil ich nämlich von einer Instagram-Seite bzw. von so einem Online-Shop was für Luna zugeschickt bekommen habe, aber kostet, also ich habe dafür jetzt kein Geld bekommen oder so. Sie ist, oh mein Gott, Leute, guck mal bitte, wie süß die ist. Ich habe wirklich nur 2 oder 3 Fotos gemacht und da ist direkt so ein süßes dabei gewesen. Eine Ewigkeit später. Es ist mittlerweile etwas später. Ich bin geschminkt, wie ihr sehen könnt und meine Pickel sieht man trotzdem. Aber ist mir egal. Ich stehe, glaube ich, gerade beziehungsweise ich sitze gerade, glaube ich, an der gleichen Stelle, wo ich vorhin aufgehört habe. Aber egal. Und mein Loni-Baby ist auch wieder da. Nimm mein Schatzi. Ich habe gerade ein paar Musical.lys aufgenommen. Irgendwie habe ich immer so Phasen, was Musical.ly angeht. Manchmal geht es mir voll auf den Keks, beziehungsweise ich benutze es überhaupt gar nicht. Manchmal habe ich irgendwie voll Lust dazu und mache dann 10 Milliarden auf einmal. Zum Beispiel gestern habe ich Musical.lys gemacht. 3 Stück. Die habe ich dann alle hochgeladen. Heute habe ich 2 gemacht. Hab ich auch alle hochgeladen. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Monat gar nichts von mir. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr meine Musical.lys verfolgt oder nicht. Das würde mich voll interessieren, weil ich habe da irgendwie relativ viele Follower. Also ich glaube, ich bin jetzt fast bei 1 Million schon. Das ist richtig. Also wirklich heftig und ich freue mich auch total darüber. Deswegen fühle ich mich manchmal ein bisschen schlecht, weil mir eben so viele Leute da folgen. Falls ihr das gerade seht und mir folgt auf Musical.ly, dann vielen, vielen Dank dafür. Ich überlege manchmal, ob ich da halt irgendwie versuche, aktiver zu werden. Das klingt kacke, wenn ich sage gezwungen, weil es ist ja nicht gezwungen. Es macht mir trotzdem super viel Spaß. Aber wenn ich mich halt ein bisschen mehr reinhänge, so. Wisst ihr, was ich meine? Wenn euch das interessiert, weil es an sich echt eine coole Plattform ist, so,
die ich halt sehr selten benutze. Ich glaube, ich widerspreche mich die ganze Zeit total. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich da mehr mache. Und dann schaue ich mal, dass ich das hinkriege, weil ich vergesse die Plattform irgendwie immer. Und mir ist auch gerade aufgefallen, dass Musical.ly gar nicht mehr Musical.ly heißt, sondern TikTok. Also alles, was ich gerade gesagt habe, nicht Musical.ly, sondern TikTok. Aber wahre Geschichte. Was passiert? Du hast deinen Schülerkalender kaputt gemacht. Nein. Warum hast du ihn abgerissen? Das war ich nicht. Warst du wohl? Nein, war ich nicht. Das passiert normalerweise nicht. Gefällt mir. Der ist aber cool. Gefällt der dir? Was war das? Etwa Hausaufgaben, die du noch nicht gemacht hast? Nein, ein Zettel. Was für ein Zettel? Ich brauchte einen. Hast du dich ertappt gefühlt jetzt hier? Nein. Nein. Wir haben gerade Deutsch gemacht, weil die kleine Jani bald... Dummes. Nein, bald bist du schlau, weil wir gerade Deutsch gemacht haben. Wir haben gerade Deutsch gemacht, weil... Das war kein Deutsch. Weil wir haben... Stimmt. Jetzt musst du hier mir mein Deutsch beibringen. Warum haben wir gerade Deutsch gemacht? Wann schreibe ich die? Was? Ein Tag bald. Vor meinem Geburtstag. Ein Tag vor deinem Geburtstag schreibst du die? Traurig, ne? Was schreibst du da? Deutsch. Genau, man muss sie alle aus der Nase ziehen. Wisst ihr, was jetzt passiert? Eine Weltneuheit, eine richtig krasse Sache, ein übertrieben geiles, über-mega-Ding passiert jetzt. Und zwar? TikTok machen. Genau, wir machen jetzt ein TikTok. Kann mich da wohl nicht dran gewöhnen? Kannst du dich da dran gewöhnen? Du hast vorhin auch Musical.ly gesagt, oder? Ich finde, Musical.ly hört sich besser an als TikTok irgendwie. Damit komme ich noch nicht so ganz klar. Ich glaube es nicht nur, dass es sich besser anhört. Okay, Jana ist auch der Meinung, dass es sich besser anhört. Was sagt ihr? Findet ihr auch, dass sich das besser anhört? Ich baue jetzt meine Softbox hier auf jeden Fall um, damit ich vor einer weißen Wand das Ganze machen kann. Ich habe nämlich einen Plan. Jana hilft mir nämlich jetzt, dieses Musical.ly hier von ihr nachzumachen. Did you think I'm coming back? Don't hold your breath. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid. You think that we can start again? Weil sie weiß, wie das geht und ich nicht. Deswegen machen wir das jetzt zusammen. So. Softbox ist an und wow. Wetten, jetzt seht ihr meine ganzen Hautumreinheiten. Wetten, alle schreiben. Geil. Wetten, alle schreiben dann darunter, dass du das mal zeigen sollst, wie das geht. Oder zeigst du so. Das jetzt schon? Ja, ich kann ja jetzt zeigen, wie das geht. Gut, dann legen wir jetzt los. Wir brauchen noch den Sound von Jana. Ich weiß. Ja. Und dann machst du bla bla bla, wo, was du sehen willst, und dann machst du einfach so und hältst vor. Okay, aber kann ich das andere zuerst machen, weil ja, sonst weiß ich nicht mehr, was ich hier gemacht habe. So, umgezogen. If you think I'm coming back, don't hold your breath. Und da ist mein Akku leer gegangen, aber wir haben ja, glaube ich, alles eigentlich relativ gut mitgefilmt. Ihr habt, glaube ich, gut gesehen, was wir gemacht haben. Bei dem einen Video ist die Kamera, bevor wir es gefilmt haben, ausgegangen. Deswegen blende ich euch das jetzt mal hier ein, wie das zweite Video aussieht. If you think I'm coming back, don't hold your breath. Und jetzt werden wir das Ganze mit dieser App hier, die nennt sich Pocket Video, bearbeiten. Wir machen das Ganze jetzt auf Janas iPad und jetzt bist du damit erklären. Da drauf, auf Porträt, auf Plus. Welches Video lädt man dann zuerst hoch? Warte, das dann ohne, das oder? Ohne. Okay, das ohne zuerst hochladen. Dann auf Videosticker, dann auf Add. Dann auf Kamera Roll, dann auf Fotos, dann auf das mit Papier. Mit dem Papier, genau. Dann auf Don. Was stand da? Dann. Done. Mit dem Papier da drüber, ne? Ja, so. Jetzt auf Maske, dann auf Greenscreen. Und ist fertig. Hä, hey, das ist ja voll gut geworden. Dann auf den Haken. Na, finish. Oha. If you think I'm coming back, don't hold your breath. Ich finde es so krass, wie viel man mittlerweile heutzutage so mit diesen einfachen Kamera-Apps machen kann. Früher, als ich angefangen habe so mit YouTube und so, da hatte ich Windows Movie Maker und das war's und keiner wusste, wie irgendwas geht. Und jetzt kann man solche Sachen so easy machen, so krass. Und meine Schwester, sie ist 10, sie kann es mir beibringen. Dankeschön.
Hey, Löffel. Ja, mein Schatzi. Oh, du filmst ja. Du denkst dich so, ey, was filmen die mich? Was soll das? Geht weg, ihr Paparazzi. So, let's go. Da habe ich ganz vergessen zu filmen. Sind wir fast schon wieder zu Hause. Aber egal, wir haben uns gut unterhalten. Nicht wahr, mein Schatz? Ja. Nicht wahr, mein Schatz? Ja. So, Leute, ich bin jetzt im Auto, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Und jetzt ist das Licht ausgegangen. Ich stehe vorm Haus von einer Freundin und da werde ich jetzt reingehen und diesen Vlog hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich habe nicht so viel unnötiges Zeug gelabert, weil heute hatte ich irgendwie einen ganz schönen Brabbeltag, habe ich das Gefühl. Aber ja, falls euch der Vlog gefallen hat, dann gebt ihm auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich total freuen. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Darüber würde ich mich natürlich auch super doll freuen. Und hier kommt ihr zu meinem letzten Vlog, falls ihr den noch nicht geschaut habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei meinem nächsten Vlog oder bei meinem nächsten Hauptkanal-Video wieder. Tschüss!